Moinsen, wir fangen wieder mit Wayfarer an und sind bei 91 stehen geblieben. Mensch, was ist das heute für ein Start in den Tag? Ich habe gestern noch experimentiert, deswegen bin ich etwas verschlafener als sonst noch. Das ist nicht so positiv. Deswegen gucken wir uns jetzt nicht das Thumb an. News gibt es zum Glück keine, mit denen ich da irgendwen belästigen könnte. Das heißt, wir starten hier mal ein bisschen mit dem Drohnenflug. Und damit wir am Anfang so ein bisschen Action haben, ich muss mal ganz kurz gucken, wo sind wir denn? Der Spielplatz, Kastanienplatz. Wieso bin ich denn dahin geflogen? Was sind denn das da hinten für Portale? Wir könnten da mal hinfliegen. Wir bewegen uns hier hinten zu diesem hier. Da so, da ist schön. Das Geburtshaus von Ida Arendthold. Rumsdibums. Gucken wir, was es hier gibt. Da wollen sie sicherlich auch eine Glyphe wissen. Da schauen wir dann mal ganz schön. Und dann hast du hier. Jo. Und was haben wir da? Ignore. Das ist übrigens eine sehr guter Tipp, ehrlich gesagt. Ignore. Das sollte man häufiger machen. Zack und zack. Und dann machen wir nämlich hier den Scanner wieder aus, nachdem wir da ein bisschen Resonatoren eingesammelt haben für ein paar Portale, die wir da neu bestücken könnten. Und dann wollen wir hier zunächst erstmal unser Thumbnail angucken. Weihnachtsgänse sind total lecker. In der Beschreibung habe ich einen Geheimtipp hier für die Gegend. Es gibt nämlich das Landgasthaus Sindram in Uerde. Das ist ein bisschen weiter weg. Da gibt es tolle Gänse, selbstgemachtes Rotkraut, leckere Klöße, Soße. Ich persönlich mag Rosenkohl sehr gerne, den gibt es auch dazu. In Portionen, das kann man sich da abholen. In diesen Corona-Zeiten ist es halt vielleicht nicht ganz so toll mit der Gastronomie, dass man da halt nicht einkehren kann. Aber das ist halt die Option, wenn man da zu Hause Weihnachtsgans, Martingans essen möchte. Und ganz, ganz lecker, ultra vorzüglich, kann ich nur bestätigen. Und das ist halt auch ein Punkt in Uerde, in Sintram. Ich war selber nicht an dem Ort. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es da ein Portal gibt für dieses einzigartige Restaurant, wo halt die ganzen Sachen da selbst hergestellt werden. Ist ein relativ kleiner Ort und versteckt. Deswegen ist es so ein Geheimtipp. Den will ich aber hier mal so ein bisschen äußern, weil wenn da Leute zum Beispiel radfahrtechnisch im Südharz unterwegs sind, ist das in jedem Fall eine Tippitoppi-Option. Da kann man auch sonst sehr gut einkehren. Und weil das so vorzüglich und lecker war, muss ich das hier mal loben. Weil diese ganze Geschichte ist ja auch immer ein klein wenig vlogtechnisch zu betrachten. Lebende Tiere sind keine Waypoints. Was anderes kann sein, wenn du eine Weide hast, wo dann ein Informationsschild ist, Harzer Höhenvieh oder so. Und da sind auch Kühe im Hintergrund bei dem Portalbild zu sehen. Kein Problem. Das muss man so ein bisschen dann halt abwägen, weil diese Kühe sind dann halt sowieso nur so Beiwerk. Bei den Flugtieren sieht es halt so aus: Lebensmittel in der Manufaktur werden so hergestellt, dass sie gleichbleibend eine hohe Qualität haben. Die werden außerdem verbraucht. Deswegen funktioniert es nicht. Aber die Manufaktur, also das Restaurant, kann sehr wohl nach den Kriterien von Niantic ein Waypoint werden. Bei dem Landgasthof Sindram wäre das meiner Ansicht nach der Fall. Und das ist halt immer so ein bisschen problematisch, wenn man versucht, sowas durchzudrücken als Waypoint, als Pokestop, als Portal für Ingress, dass man da auch leicht Ablehnungen erfahren kann, wenn die Leute dann sagen, Unternehmen im Allgemeinen, insbesondere wenn sie das Lokal halt nicht persönlich kennen. Hier wäre das auf jeden Fall der Fall, sage ich mal so. Und vor dem Hintergrund machen wir dann hier dieses schöne Thumbnail, was auch immer eine sehr schöne Erinnerung ist, auch weg, damit hier der Scanner, nicht der Scanner, die Oberfläche von Wayfarer vernünftig funktioniert, weil wir in die Prüfung einsteigen wollen. Und da gucken wir jetzt mal, wie wir ein bisschen vorankommen. Wir gehen nämlich hier in die Bewertung rein. Mit dem Rest beschäftigen wir uns jetzt erstmal nicht. Und da haben wir einen Spielplatz in Heindorf. Der sieht gut aus. Die Aufteilung ist auch supidupi.
Die Kirche ist kein Waypoint, den sollte man einreichen dann. Historische oder kulturelle Bedeutung, machen wir so. Hier hast du jenes. Und dann kannst du hier so ein bisschen gucken. Da hast du den Spielplatz, der hat sogar eine Google Location, sehr vorbildlich. Spielplatz. Yes. Und da haben wir dann nämlich schon mal die erste Genehmigung. Und das ist immer ein sehr, sehr positiver Start. Das macht auch so ein bisschen, hebt die Laune. Bei dem hier 1984 errichteten Gebäude handelt es sich um eine ehemalige Hofscheune aus dem Dorf Bilow, einem Ortsteil von Ollenstedt im Landkreis Osterholz. Gebaut um 1800 wurde die Scheune um 1906 auf das Doppelte verlängert. Mitmachmuseum genutzt. Kinder und Jugendliche können da mitmachen. Das ist doch mal eine sehr schöne Sache. Da hast du ein Museum mit Infotafel. Sieht tippitoppi aus. Hier haben wir verschiedene Ausstellungsstücke. Ausstellung Schifffahrt, Backhaus. Das sieht supidupi aus. Historische oder kulturelle Bedeutung, optisch einzigartig hier. Wir können es sehen. Es ist ein Museum. Museum. Da wollen wir mal gucken, was haben wir denn da für Kinder? Ist es ein Kindermitmachmuseum? Ja, da. Absenden. Hoffentlich kommt es durch. Wegen der Hysterie bei Niantic. Da wollen wir dann ja Mantrik-Kind. Das ist gut. Das ist auch gut. Die sind beide gut. All Photos meet the criteria. Absenden. Nach dem, was ich da jetzt eben gerade so. Hier hast du einen Rettungspunkt. Die sind gut. Die kriegt man sonst nicht gut durch. Die sind in der Botanik, wo Handyempfang ist. Die Spieler lernen die dadurch kennen. Das verinnerlicht sich bei denen. Und bei so Wanderregionen gibt es Leute, die machen Urlaub vom Digitalen. Das heißt, die gehen ohne technische Geräte raus, verunglücken. Und wenn dann Leute mit Handys vorbeikommen, die Pokémons jagen oder Portale bespielen, dann sind die in der Lage, da zu zeigen, da ist ein Rettungspunkt, da kommen die Retter hin, um dich einzufangen. Und die können dann auch den Notruf absetzen. Von daher ist es sehr, sehr gut, wenn die Leute lernen, wo diese Punkte sind. Die Spieler sind da Ersthelfer. Und vor dem Hintergrund sollte man die auf die Spieloberfläche bringen. Ist aber sehr, sehr schwierig bei den Prüfern, weil alle Leute immer denken, oh, Rettungskräfte beh könnten behindert werden. Nein, in diesem Fall werden Rettungskräfte unterstützt sogar. Und es verhält sich so, dass Rettungskräfte, dieses Ausschlusskriterium bezieht sich auf die Feuerwache, wo die Autos rausfahren. Auf die Notaufnahme, wo der Krankenwagen losfährt und ankommt. Weil die sind häufiger unterwegs, als man so denkt. Aber dieser kleine Punkt im Wald, wo Handyempfang ist und wo man dann die Rettungskräfte verständigen kann, der kann ein Waypoint werden. Der sollte sogar dringend ein Waypoint werden. Deswegen wollen wir das auf jeden Fall dabei haben. Die sind auch immer ein Unikat, weil diese Wegpunkte eine eigene Nummer haben, die muss man ja angeben, damit die Leute dann da mit dem Krankenwagen hinfahren können. Hier wissen wir es nicht ganz genau und das Ganze nennen wir Installation. Wir können es auch Rathaus nennen, weiß ich jetzt nicht. Installation, geh mal durch. Komm, erscheine auf der Spieloberfläche, rege andere Leute an, auch sowas einzureichen, damit diese Dinge langsam mehr werden. Und da hast du diesen Punkt und diesen Punkt. Und mir gefällt der hier am besten. Und dann haben wir hier einen Spielplatz. Ich habe die gerne auf den Spielplätzen, abseits der Straße, damit nicht Leute sich in den fließenden Verkehr stellen und dann da spielen. Deswegen dürfen die gerne immer ein bisschen weiter auf der Grünfläche sein. Mosaik im Landhandel. Da ist ein Mosaik, das siehst du auch. Da steht zwar was davor, aber das ist nur temporär davor gestellt. Deswegen passt das da ganz gut. Hier sehen wir es auch noch mal. Das ist auch fein. Historische oder kulturelle Bedeutung, optisch einzigartig an diesem Ort ganz sicher. Kann das da sein? Ist da ein Landhandel? Ja, das sieht danach aus. Und wir wollen das Mosaikfliese nennen. Und wir hoffen auch, dass das zur Entstehung gelangt, weil das wäre ja auch für den Shop, der da ist, eine sehr schöne Sache. Schöne Fotoaufteilung, Bad Sachsa, Germany. Spielplatz Snowtech unter Bäumen. Blablabla. Hier stört mich, dass diese
Fotos immer kleiner werden, je mehr Text da ist. Man sollte für das Foto festlegen, immer in Originalgröße und den Text auch eine feste Größe zuweisen, damit das funktioniert. Das ist so auf dem Scanner eine Geschichte, die man besser gestalten könnte. So, wo haben wir es denn? Da kommt das hin. Und hier müssen wir schauen, ob wir ein Duplikat haben. Hoffentlich nicht. Da ist eine schöne Uhr übrigens, die man da ausstellen kann. Das klappt ja in Herzberg nicht. Ich glaube, von dem Ding habe ich sogar ein Portal von dem Rathaus. Einen Schlüssel. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer nachgucken. Wir machen erstmal, Spielplatz wäre das. Hier ist ein Spielplatz. Da sehen wir aber nur die Rutsche und wir sehen nach oben hin ist abgegrenzt. Irgendwie muss man da ja drauf kommen auf den Spielplatz. Der Besuch und die Nutzung eines Spielplatzes in Ferien durch Kinder ist unter Aufsicht volljähriger Personen zulässig. Dabei soll jede Person während des Aufenthalts auf dem Spielplatz einen Abstand von mindestens im Freien. Achso, das ist also ein öffentlicher Spielplatz, steht da. Ne? Soll halt nur mit Aufsichtspersonen sein, ist aber zulässig. Also wissen wir, es ist ein öffentlicher Spielplatz. Wenn da dann Kindergärten oder so in der Nähe sind, ist das unproblematisch. Wir können ihn sehen und da hast du einen Spielplatz. Rums, absenden. Steht so auf dem Schild, dass wir das dann dabei haben wollen. Marienthalweg. Das sind Wanderwege. Ich habe zuerst gedacht, es ist ein Radweg, aber es sind Wanderwege. Wanderweg-Hinweisschild, sehr schön, ganz toll. Ist bestimmt auch sehr schön, da unterwegs zu sein. Ach, ich habe eben gerade vergessen, einmal wegen Maps zu gucken. Da hat man ein bisschen, da habe ich Pech gehabt. Es wäre in Bad Sachsa toll gewesen, da was, weil das halt in der Nähe ist, relativ in der Nähe ist das, dann zu adden, falls es nicht sowieso schon da ist. Historische oder kulturelle Bedeutung. Bum, bum, bum. Und hier dürfte der auch vorhanden sein, wir wissen es nicht genau. Dann schreiben wir da Wanderweg rein und machen dann darauf absenden. Diese Wanderwege sind sehr wichtig, weil die Leute zu größeren Aktivitäten animieren und man dann halt auch Orte miteinander verbinden kann. Das bringt also die Spieler über die Stadt- und Ortsgrenzen hinaus zueinander. Das hier ist ein Förderverein Lehmhaus, das funktioniert supidupi und dann wollen wir das natürlich auch ganz gerne als Sportverein einfach mit drin haben. Die haben da ja extra ein Schild angebracht. Hier soll mal die Karte ein bisschen geladen werden. Ladekarte, du sollst laden, Ladekarte, laden. Laden, laden. Kann das da sein? Ja, das ist dieses Häuschen, was man da ist, sehen kann. Das nennen wir dann Sportverein. Yes, Baby. Absenden. Perfekt. Du Mensch, da haben wir ja heute mal richtig High-Quality-Vorschläge, die großen Spaß machen. Und da haben wir eine Miezekatze, die ein kleines Vögelchen zum Besitzer bringt, so als Beute. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Das ist ein Fuchs. Ich hätte das jetzt als Miezekatze bezeichnet. Aber okay. Reichlich dekoriert unter Denkmalschutz. Insgesamt sind vier Bilder unter eine Trennung zwischen den. Da ist das Bild leider ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Und vor allen Dingen sind es immer wieder so ein bisschen, ja, unterschiedliche. Das sieht gut aus. Da wollen wir sagen, historische oder kulturelle Bedeutung, optisch einzigartig, wollen wir dabei haben. Rums, da drehen wir mal ein bisschen. Wo könntest du denn sein? Da in dem Haus sollst du sein. Irgendwo da hinten. Ja, wissen wir nicht genau, können wir so nicht erkennen. Machen wir so. Das Ganze ist eine Skulptur, um es da in die Dings reinzubringen. Und mein tolles Videobild ist ausgefallen. Das heißt, wir machen die Kamera wieder an, holen die hier wieder zurück und gehen darauf absenden. Das ist ja so bei diesem X-Recorder, obwohl das Handy nicht weiter belastet wird, ein bisschen doof. Ja,
Ja, dieses Problem hat man überall mit diesen Brunnen. Das sieht aber schön aus. Da gucken wir mal. Hier hätten wir dann eine ähnliche Geschichte, die wir da reinbringen können. Historisch-kulturelle Bedeutung, sicherer Zugang. Und das müsste man von oben auch sehr gut erkennen können. Mensch, das ist ja mal eine Skulptur. Und hier zeige ich jetzt einmal ganz kurz, man kann. Ich zeige es vielleicht, wir wissen es noch nicht genau. Hier sehen wir ein Denkmal. Gedenkstein Kriegsgefallener. Und wir hatten ja jetzt auch den Volkstrauertag. Fällt mir jetzt gerade auf. Deswegen, da oben ist er, neben der Kirche. Das ist auch typisch, dass er dort ist. Da kann man ihn auch sehen. Und ich füge dann gelegentlich bei Gelegenheit, wenn ich mir sicher bin, dass solch eine Sehenswürdigkeit, eine historische Sehenswürdigkeit sich an diesem Ort befindet, einen Punkt hinzu. Dann mache ich fehlenden Ort hinzufügen. Damit kann man Maps verbessern, wenn man zusätzlich als Google Local Guide unterwegs ist. Und da machen wir dann nämlich hier den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung, Ausrufezeichen. Und machen hier bei der. Was hast du denn hier? Du sollst hier Kategorie hinzufügen, wollten wir machen. Das haben sie neu gemacht, das ist immer schön. Nach weiteren Essen und Trinken, Einkaufen, Dienstleistungen, Outdoor, Religion, Handel, Industrie, Wohngebäude, Bildung hätte ich es jetzt genommen. Wir gucken mal. Historische Sehenswürdigkeit wollen wir da haben. Dann sehen wir das hier. Und weil wir hier die Karte nochmal aufrufen können, machen wir das auch und platzieren den ganz exakt. Das ist wichtig, damit Maps sieht, da gibt sich jemand Mühe. Das ist ähnlich wie bei Wayfarer. Und dann erst schicken wir es ab, den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung, historische Sehenswürdigkeit abschicken. Und jetzt guckt er dann, da gibt es dann also 15 Pünktchen. Das läppert sich dann so langsam ein bisschen hoch. Und kann man gelegentlich machen, ist kein Dogma für Wayfarer, ist aber eine Option, die man im Hinterkopf haben sollte, um das ab und zu mal zu machen, um Maps zu verbessern, weil man Maps ja auch selber als Navigationssystem verwendet und froh ist, wenn die Daten korrekt und hilfreich sind. Und dementsprechend sorgsam und exakt muss man da dann halt auch unterwegs sein mit dem Spaß. Das zeige ich in so einem Video immer einmal ganz gerne, weil diese Geschichten allen helfen. Das ist also nochmal so altruistisches Hobby, was man zusätzlich machen kann. Haus Brand, Schmiedemeister aus dem späten 70er Jahren, das Schild erinnert die heute geschlossene Schmiede. Es handelt sich auch womöglich um eine Lichtinstallation, eine alte Neonreklame. Und deswegen wollen wir die dann mal mit reinbringen, weil man könnte man auch gucken, ob diese Teile da eventuell optisch einzigartig sind, dass man da abends vorbeigehen kann, um dann nochmal so eine alte Neon-Reklame da zu sehen. Das ist auch wahrscheinlich da und das Ganze ist eine Installation. Ich hoffe, dass diese Angaben auch so korrekt sind, weil es gibt dann so manchmal hier so Haus Sonnenberg, Haus Elchblick, keine Ahnung, so Ferienhäuser. Und wenn das Haus Brand wäre, naja, nicht drüber nachdenken. Wir denken, die Spieler sind alle redlich und geben sich ganz große Mühe und das soll ganz schön werden. Kurze Straße. Alte Straßenschild mit dem Aufschrift Kurze Straße zu einer denkmalgeschützten Straße. Ist aber ein Straßenschild. Befindet sich in dieser Art und Weise an mehreren Enden der Straße. Und es gibt auch zu viele Schilder dieser Art, die auf alt getrimmt sind. Und deswegen fällt man dann rein, wenn man die annimmt. Und deswegen wollen wir das nicht so auf der Spieloberfläche haben. Das ist Straßenschild. Serienmäßig hergestellt. An mehreren Enden der Straßen ist also auch nicht einzigartig. Weil auch wenn das ein altes erhalten geblieben ist es bei so einer Straße dann ganz häufig so, dass am anderen Ende auch ein altes Schild erhalten geblieben ist. Weil die überhaupt nie ausgetauscht worden sind, alle nicht. Hier haben wir Kunst. Das ist ein Zaun. Noch, das ist ein nicht fertiggestellter Zaun. Das ist eine Einfriedung, die nicht
vollständig ist. Das ist keine Kunst. Das ist damit keiner auf dem Auto, mit dem Auto auf diese Dings fährt. Das soll das abgrenzen. Das ist also keine Kunst. Das ist Zaun. Und kann dementsprechend halt auch nicht mit auf die Oberfläche. Ach, wisst ihr was? Ich trinke erst noch mal einen Kaffee. Ich habe die letzte Zeit mit meinem PC gekämpft und gestern ein bisschen gestreamt und dann auch festgestellt, beim Probegucken läuft auch nicht flüssig durch. Und ach ja, hier siehst du. Wandmalerei. Ihr habt wahrscheinlich sonst nichts anderes, sag ich doch. So gut wie keine Portale in der Nähe, ne? Und dann würde man mal hier sagen, ah, da gucken wir mal auf Schritt und Tritt. Machen wir so. Rums. Ja, da ist auch dieser Platz. Machen wir so. Wandbild. Rums. Absenden. Ne, habt ihr euer Wandbild da bekommen, dann ist es ja mal schön. Da ist der Schoppendorf, ehemaliger Teich. Ah, dann haben sie den Teich zugeschüttet. Da steht immerhin Teich drauf auf der Beschreibung. Das ist auf jeden Fall schon mal. Infotafel kann man weglassen als Wort. Schoppendorf Teich und Tierhotel. Tierhotel weiß ich jetzt nicht, ob da auch was auf der Infotafel von wegen Tierhotel steht. Schoppendorf Teich hätte da vielleicht ein bisschen besser gepasst, weil Infotafel ist einfach nur eine Bezeichnung, die nicht so toll ist. Deswegen machen wir hier Wissenschaft, Bildung. Bildung ist ja so ein bisschen Ortskunde dann, na, wenn man da ein bisschen unterwegs sein möchte. Dann kann man sehen, oh, da war ein Teich, den haben sie zugeschüttet. Warum haben sie das gemacht? Eine alte Litfaßsäule ist keine Litfaßsäule. Das ist einfach nur so ein Poller, damit keiner auf dem Bürgersteig fährt. Und diesen komischen Tag, der nützt auch nichts. Füllt die Kriterien nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das bedeutet. Illegales Graffiti. Tag. Keine Litfaßsäule. Säule. Es ist keine. Also, und Litfaßsäulen sind wie Plakatwände. Hier hast du eine aufstellbare Tischtennisplatte mit einem Netz aus Stoff. An der Steinzeit, komm, spiel mit uns. Das ist aber hingestellt und transportabel und dieses Netz ist festgeschraubt. Das ist eine vorübergehende Einrichtung. Weil fest installierte Tischtennisplatten sehen anders aus. Hier hast du einen Wanderweg, der abgesperrt ist für Fußgänger. Wegweiser zur Hubertushütte. Das hört sich natürlich, ist ultra kreativ. Irgendwas im Wald. Lass es uns irgendwas mit Hubertus nennen. Zack. Hier historische oder kulturelle Bedeutung. Da machst du den hier und da kriegst du deinen Wanderweg. Ups, weiter geht's. Viel Spaß damit. Wir gucken dann mal Bildhauer. Ja, wenn das ein Ortsschild ist, ist es ein Ortsschild. Ob das häufig entwendet wird, ich hoffe nicht. Ne? Da hast du ein Tor. Denkmalgeschützte Villa, die man kaum sehen kann. Ist aber denkmalgeschützt, weil man kann es hier sehen. Auf dem Foto. Das Tor selber, dieses schmiedeeiserne Tor, was man hier sehen kann, das alleine wäre auch schon ein Waypoint. Und die blöde Kamera geht immer an und aus. Ich bestehe aber. Okay, kommst du wieder hierher? Na, wo bist du denn? Da.
Das hier war dann hier einmal diese Villa und da sehen wir Denkmal in Niedersachsen. Ne? Also machen wir das aus, machen hier Denkmal, denkmalgeschützte Villa. Dass dieses Foto schräg aufgenommen ist, ist kein Problem. Man hätte auch diese schmiedeeiserne Verzierung einreichen können als Waypoint. Und ich denke, das ist es eigentlich auch, wenn dann der Waypoint. Man kann es dann betrachten von dem Ort aus. Und das stört dann nicht weiter. Historische oder kulturelle Bedeutung. Optisch einzigartig, sicherer Zugang. Das ist, dürfte, ist das da hinten? Ja, das ist da hinten. Müssen wir mal schauen, wo der Pöppel da platziert ist. Da, der ist richtig platziert. Kriegst du 5. Historische Gesellschaft ist ein Denkmal. Denkmal. Objekt. Zack. Haben wir das auch dabei? Da ist es dann wenigstens auch geklärt. Ist ein Denkmal, ist dann ganz fein. Oh, hier haben wir eine schöne Kirche mit Schnee. Das erinnert uns hier an die schöne Weihnachtszeit, die wir im Augenblick gerade erwarten. Evangelische Kirche Diekershausen. Und da hast du Glockenturm. Evangelische Kirche in Homburger Stadt. Glockenturm im Fachwerkstil. Das ist doch mal eine vernünftige, ausführliche Beschreibung. Das Ganze ist eine Kirche. Sehr schön. Gehen wir auf Absenden. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Vielen herzlichen Dank dafür, dass sich da jemand so engagiert. Und da haben wir Wanderwege, die in der Botanik top sind. Den. Worum handelt es sich? Da muss man dann immer bei so lange Texte erstmal lesen. Worum handelt es sich? Um den Wanderweg. Wanderweg, aber diese kleinen Verbesserungen, auf die kommt es an. Das ist super, wenn das jemand macht. Wenn man da die Gelegenheit hat und sieht, oh, da kann ich irgendwie einfach nur so einen kleinen Buchstabendreher da vertipper, verbessern. Das wirkt halt einfach. Und deswegen ist es super gut. Infotafel Kühe im grünen Qualität im Glas. Die Infotafel ist anhand der man vieles über die Milch von Kuh erfahren kann. Das ist die Milch im Glas. Da hast du das. Da hast du das. Select a photo that meet the criteria to be added to the waypoint. Das sind wahrscheinlich zwei, die nebeneinander stehen oder was? Wir sehen nämlich hier einmal Kühe im Glas. Und da haben wir das fotografiert, dass man hinten das Gebäude nicht sehen kann. Aber das ist dieselbe Infotafel wohl. Das könnte man oben am Dach genauer. Ja, es ist dieselbe Infotafel, weil an der Biegung der Schindeln kann man sehen, da ist einfach nur eine Bergbauern als Naturschützer, eine andere Information eingefügt worden. Da wir hier Kühe im Grünen, Qualität im Glas haben, das erfüllt die Kriterien, machen wir das. Wollen wir sie beide drin haben? Weil das ist Bergbauern als Naturschützer. Lass uns das mal genauer angucken. Kann man das nochmal vergrößern? Dann lesen wir nämlich mal ein bisschen, was auf der Infotafel ist. Wenn das da geht. Kräuter ohne Bergbauern, CO2 mit Bergbauern, Biobauer hast du nicht gesehen. Das wird aufgeschraubt, reingepackt, zugeschraubt. Der Titel von dem Waypoint ist Kühe im Glas. Ich würde sagen, das kommt weg. Und dann machen wir hier auf Absenden. Obwohl man natürlich damit auch eine gewisse Entwicklung dokumentieren könnte. Da müsste man sich mal Gedanken drum machen, dann, ob man da andere Infopunkte auch dabei haben will. Skyline, Blick auf Frankfurt am Main. Aus einer Wohnung heraus oder was? Toller Blick. Das ist nämlich dann aus dem Fenster heraus fotografiert. Ist nicht öffentlich. Sehe ich zumindest ist nicht nachgewiesen, dass man da Zugang für Fußgänger nicht besteht. Deswegen können wir das dann direkt wegmachen. Es gibt mehrere, ich kenne mehrere Fenster von irgendwelchen Leuten, wo du dann über die Stadt gucken kannst. Nützt aber nichts, weil man da ja nicht reinkommt. Also als Normalsterblicher. Und deswegen ist das, liebe Mitbürgerinnen, Hunde daher unbedingt. Bodenbrütschutzgebiet, Naturschutz, Bums die Bums.
Jonas, ein kleines Schildchen. Da haben wir auch sehr schöne Portale weiter. Also historische oder kulturelle Bedeutung, optisch einzigartig. Machen wir hier. Wahrscheinlich. Und da hatten wir dann Wissenschaft. So, Bildung. Und da gucken wir uns das ein bisschen an. Kann das da sein? Da ist ein Weg. Ja. Absenden. Ja. Da kann man natürlich immer dran denken. Also, hier ist wohl ein Aussichtspunkt. Hier sieht man auch den Horizont mit verschiedenen Bezeichnungen. Also das ist auf jeden Fall ein Aussichtspunkt, der da öffentlich ist und betreten werden darf. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Geschichte, die man dann da natürlich auch mit reinbaut. Jetzt haben wir das Handy groß gemacht, das wollten wir nicht. Wir wollten nicht hier drin, ne, gucken. Da sind zwei Aussichtspunkte. Exakt genug, als dass wir das da irgendwie noch verschieben müssten. Es ist ausgezeichnet. Die Totenhand. Das hört sich ja gruselig an. Oh. Was haben wir denn da? Eine gruselige Sage aus Garwitz. Vor langer Zeit hat ein Mädchen. Okay. Ist ja mal interessant, auf was für Ideen die Leute da so kommen. Und das mit der. Die haben sie nicht tief genug und nicht in einem vernünftigen Sarg beerdigt. Weil das, wenn man sich. Da gibt es Studien rüber und filmische Aufnahmen, wie sich da bei den Verwesungsprozessen die Körper verhalten. Da kann es sein, dass sich die. Dings bewegen und dann ist sie dann ein bisschen noch an die Oberfläche gekommen und hatte nichts Mystisches, das kann man naturwissenschaftlich komplett hier aufklären. Aber diese schöne Sage befindet sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf diesem privaten Grundstück. Deswegen ist es eine schöne gruselige Geschichte zu dem Ort, aber wohl nicht dort, wo der Waypoint eingereicht wurde. Ne? Oh, hier hast du eine Miezekatze. Oh, eine Miezekatze. Die kannst du von da aus sehen. Das ist sehr schön. Deswegen machen wir dann hier. Ist für die Region, ist sicherlich so eine ländliche Region. Ja, kannst du hier kriegst du auch hier sicher. Ne, da sind ja bislang auch nicht so ultra viele. Hast du denkst, ne? Und dann gucken wir da, ob wir das da auch so einigermaßen erkennen können. Das tun wir natürlich nicht. Weil wir hier. Oder doch, das ist dann das andere. Und hier hast du die Garagen, Dingskirchen. Ist das da? Wie ist denn das Dach? Oder was ist da? Komm, hier kriegst du vier. Dann hast du da ein Wandbild. Yes. Da hast du dann im Außenbereich nochmal ein nettes Portal, wo du dann sagen kannst, guck mal. Das ist Werbung. Solarmeile. Und was ist das? Das sieht aus wie Werbung. Hier gibt es in der nächsten Richtung gar keine. Deswegen sind wir alle sehr traurig. Licht zeigen. Und da siehst du hier einmal Solar und das ist ein Betrieb. Oh, da ist jemand mit dem Hundi unterwegs gegangen und hat ein bisschen die Pokis gefangen. Ist das ein öffentlicher Platz? Ich kann es dir leider nicht durchwinken. Also. Sonst reichen die Leute alle nur noch Solaranlagen ein. Guck mal, da ist eine Solaranlage auf dem Dach. Und zack, sind die Dinger da. Da müsste man leider gucken, ob man was anderes sehen kann. Das ist leider Werbung. Erfüllt gerade ja nicht. Werbung. Tut mir leid, auch wenn man da so schön mit dem Hundi unterwegs ist. Das ist echt ein bisschen traurig. Und da haben wir eine.
Ein Pavillon, ein Aussichtspavillon, ganz offensichtlich auch, ne? Historische oder kulturelle Bedeutung. So im Außenbereich sind die Pavillons immer sehr wichtig, dass die dann Waypoint werden als Aufenthaltsort. Das ist ein öffentlicher Platz, fällt mir jetzt gerade ein. Genau. Öffentlicher Platz. Wollen wir dabei haben. Zack. Knusper, knusper, Knaser. Kommen wir heute da ganz gut voran. Oh, und im Wasser, beim Wasser gibt es Wasservögel. An einem ganz dünnen Holzstäbchen festgemacht. Aber da gibt es auch Wasser. Da kann man auch gucken, ob da dann Wasservögel sind. Und das ist, vielleicht ist es ja auch eher so ein Teaser zum Triggern, wie diese. Ist auf jeden Fall besser als dieser Graffiti-Kram, der da eingereicht wurde, finde ich persönlich. Deswegen wollen wir da mal gucken, ob wir da irgendwie so Wasser. Oh, da ist, ja, da sieht man den Teich auch, wo das da ist. A4 kriegst du hier Wissenschaft, Bildung absenden. Das passt doch dann mal ganz nett. Yes. Weidenweg. Das sieht gut aus. Oh, wie schade. Weidenweg haben wir schon. Müssen wir als Duplikat dann melden. Weil. Ja, das ist weder. Was soll denn das sein? Transformator? Ne. Das Foto ist auch schlecht. Lass dir was Besseres einfallen, als ein Transformatorhäuschen einzureichen. Was ist das denn? Eine Tür? Nee, einfach nur eine Tür bauen wir dann auch nicht einfach so ein. Kein Trinkwasser. Wählte den genauesten Standort aus. Was ist denn dahinter? Ja. Nur den. Ne? Das ist dann eine Fontäne. Ich gehe davon aus, dass wenn das dargestellt wird auf der Spieloberfläche, wenn man da vorbeikommt, dass man sicher steht auf dem Bürgersteig, der da ist. Aber das Portal als Ingress-Spieler halt auch betreten kann, um die Mods im Inneren mit Ultra Strikes bespielen zu können. Und bei dem anderen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es auf dieser Elchstraße ist. Hier kann man übrigens nochmal sehen, die Straßen in dem Dark Mode werden schlecht dargestellt, weil die haben eine hundertprozentige Deckkraft. Und da kann man gelegentlich die Bürgersteige nicht so gut erkennen. Und das ist schlecht. Ist nicht ganz so toll. Auch wenn das dann angenehmer zum Gucken ist für die Augen bei diesen ganzen Geschichten. Ne? Braunschweig, da haben wir doch ein schönes Wandbild mit Löwen, also Miezekatze und Straßenbahn. Street Art. Street Art beim Zigarettenautomaten. Okay. So sieht's aus. Dann wollen wir hier mal gucken. Kann das da sein in dieser Ecke? Fußwegverbindung, siehst du mal. Das ist nämlich auch so ein Geheim-Tipp-Trick, wie man da Wege abkürzen kann. Ach ja, machen wir dann so. Und dann schauen wir hier eine Runde. Und das kann da sein, sage ich einfach mal so. Dann machst du hier ein Wandbild. Zack, Kunstwerk. Los geht's. Das Schöne ist, wir nähern uns in 40 Minuten. Heinrich Elfriede Krug zeigen. Ja, nehmen wir mit rein. Und da haben wir das. Da ist die Scheune. Ist wahrscheinlich da. Was bist du denn? Ach, was für ein Denkmal. Interessiert keine Sau. Ist schon weit entfernt und dann können die Leute da noch, haben sie noch einen zusätzlichen Waypoint. Grillplatz.
Ja, da ist ein Grillplatz, der so ein bisschen gepflegt werden könnte wohl. Oh ja. Machen wir das so. Hier siehst du. Oh, ist eine schöne Gegend. Rums. Ist wahrscheinlich auch mit Aussicht der Grillplatz. Das ist wahrscheinlich da. Worum handelt es sich? Um einen öffentlichen. Warum macht er das denn da jetzt nicht bei den öffentlicher Platz? Da haben wir es doch. Wir wollten oben noch irgendwelche Sterne geben, ne? Das hier ist das Dings mit Grill, siehst du? Und dann kannst du hier den Grillplatz da auch mal reinnehmen. Viel Spaß damit. Viel Spaß beim Grillen. Und das ist eine Lichtinstallation. Wanddeko Skyline. Skyline der Stadt. Das ist nicht die Skyline der Stadt, oder? In Wolfsburg ist egal. Achso, ich hoffe, dass die im Dunkeln leuchtet. Eher nicht. Wissen wir nicht. Zugang ist ganz toll. Habt ihr fein gemacht. Guckst du da. Lalalala. Das ist dann bei so einem Neubau-Ding. Das wissen wir nicht. Können wir hier kippen, ob dann da ein Gebäude schon zu sehen ist. Ja, wo soll das denn sein? Da siehst du hier so dieses Teil. Und dann siehst du da so ein quadratisches Kastengebilde. Doch, da ist es. Wir können es sogar sehen. Ups. Wandbild. Na dann viel Spaß damit. Ja, nicht ins Gesicht fassen, Alltagsmaske tragen, Hygiene und Abstand halten. Da sind wir ja fleißig dabei und hinterher. Hier haben wir Bänke mit kleinen Informationstafeln, die man aber so nicht erkennen kann. Ruhestätte am Prozessionsweg. Oh, und es ist ein Aussichtspunkt. Das ist ein Aussichtspunkt, den wir da auf jeden Fall dabei haben wollen. Rums, rums, rums. Das können wir da noch hiermit festmachen. Das ist ein Aussichtspunkt. Den haben sie nicht für umsonst da platziert. Da soll man ja sich dann entspannen können und sich erholen können bei einer schönen Aussicht. Da haben wir eine Schatzkarte, weil wir da verschiedene Waypoints oder Dinge, die man einreichen kann, hier unten aufgeführt haben, mit wo halt auch Textvorschläge dabei sind. Dann kann man hier schön umherlaufen und dieses Zeug dann dementsprechend auch zusätzlich noch auf den Spieloberflächen addieren. Ne? Dann machen wir jene Geschichte. Rumsi-Bums, Wanderweg hast du nicht gesehen. Das ist auch Fahrradfahrer und Trecker dürfen auch mal gelegentlich fahren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Da muss man wahrscheinlich auch Glück haben, wenn da einer vorbeikommt. Da haben wir so eine ähnliche Karte. Stellt sich die Frage, könnte das eine Doublette sein? Müssen wir mal ein bisschen näher angucken. Hier hast du das. Und wo soll die andere sein? Da in dem Bereich. Wenn die da oben ist, ist es unproblematisch. Geh mal da weg. So, und zeig uns die nochmal. Die ist da in dem Zwischenteil. Ist eine andere Karte. Machen wir so, so, so. Wanderweg. Zack. Hier kriegst du 4 absenden. Passt super. Ich muss mich auch mal ein bisschen nach der Zeit gucken jetzt inzwischen, damit das nicht so ewig lange dauert. Und da haben wir eine Miezekatze mit einer Gans. Wo soll denn das sein? Zum Glück wollten wir nämlich jetzt hier erstmal gucken, wie weit sind wir denn? 33, das ist doch eine sehr schöne Zahl. Die können wir uns dann fürs nächste Mal ganz gut merken, wenn wir wieder einsteigen wollen in die Prüfungen. Heute war es mal ein bisschen gemütlicher, ein bisschen ruhiger. Das war sehr angenehm. Ich habe nämlich erstmal sowieso länger geschlafen als sonst, weil ich mich da ein bisschen erholen musste von den PC-Doktereien, die ich da so hinter mich gebracht habe. Ich wünsche allen ultra viel Erfolg bei den Einreichungen, also mehr Erfolg, als ich es so zurzeit habe. Ich habe nahezu 100% Ablehnung, das ist so nervig. Und reicht High-Quality-Waypoints ein, das finde ich super gut, wenn ihr das machen könntet. Beantragt aber auch die Löschung von den Wegpunkten, die sich nicht mehr an den Orten befinden, also insbesondere wenn sie sich nie dort befunden haben. Das gehört zur Pflege der Spieloberfläche. Das fände ich halt sehr, sehr gut, wenn das passieren könnte.
Man guckt einfach mal, wie es im Winter läuft. Ich arbeite ja immer noch an meinen 25.000 Bewertungen, die ich da insgesamt erledigen wollte. Ich hoffe, dass das noch gelingt. Und im Groben sage ich dann, wir sehen uns im nächsten Video.